uns nicht, hier jetzt nochmal im Kleinen ein Technikmuseum aufzubauen, sondern die Dinge, die wir hier versammeln haben, werden unter einem anderen Zweck hier versammelt. Sie sollen nämlich von epistemologischer Bedeutung sein, medienepistemologischer Bedeutung. Das heißt, sie sollen einen bestimmten Erkenntniswert haben für Dinge, die im Rahmen von Medientheorie und Medienwissenschaft von Interesse sind. Deswegen kann ein kleines, unscheinbares, für viele auch undurchschaubares oder auch hässliches Teil, was nicht sozusagen ein Attraktionsobjekt in einem technikhistorischen Museum wäre, hier durchaus eine Hauptrolle spielen. Nehmen wir einfach einmal ein blindes Beispiel. Hier, dieses kleine Gerät sieht aus wie eine sozusagen hochspezialisierte Mechanik. Das erschließt sich auf den ersten Blick nicht, sondern man muss es schon wissen und es muss natürlich erklärt werden, warum das von so großer Bedeutung ist. Ein Planimeter, mit dem man also Kurven abfahren kann auf einer Zeichnung, und er rechnet dann das Volumen in Zahlenwerten aus. Also das ist ein Umwandler von analogen Kurven in Zahlenwerte. Im Grunde also ein Rechner, ein völlig mechanischer Rechner, der ein analog-digital-Wandler. Und zwar aus dem 19. Jahrhundert stammen die ersten Exemplare. Und die sind natürlich, da wir ja einen erweiterten Begriff von was heißt analog, was heißt digital haben und in der ganzen Bandbreite durchforschen wollen, was heißt denn das nun, wollen wir daran erinnern, mit der ganzen Materialität, dass das hier schon ein ganz früher Rechner ist. Das ist ein analog-digital-Wandler und in seiner ganzen Physik und auch Widerständigkeit und Widerborstigkeit erschließt es sich erst, wenn es als reales Objekt hier vorhanden ist und nicht nur als Abbildung in einem Buch. Oder fragen Sie mich vielleicht nach irgendeinem Objekt, wo Sie denken, das würde in dem Technikhistorischen Museum so nicht stehen, weil es sich gar nicht erschließt. Warum steht das hier? Es steht immer hier, weil es eben einen bestimmten Erkenntniswert für das Wesen, für die Geschichte und auch für die Theorie von Medien hat. Nehmen wir zum Beispiel, vielleicht wundern Sie sich, dass hier eine Elektrogitarre liegt, eine E-Gitarre. Für Bachelorstudierende von Musik und Medien natürlich naheliegend, aber wieder nicht zum Zweck der Musik. Wir wollen daran erinnern, einerseits wie die erste Messung von Medienereignissen, von Schwingungsereignissen, tatsächlich auf der aufgespannten Seite passierte, die auch auf der Gitarrenseite noch gespannt ist, nämlich durch Pythagoras im 5. Jahrhundert vor Christus. Aber man kann eine Elektrogitarre, wenn wir sie jetzt einmal hervorholen, etwas auch zeigen, und nun zeige ich wieder den epistemologischen Blick, den wir hier haben für unseren medienarchäologischen Fundus, denn das ist Medienarchäologie. Das Prinzip der Abtastung des Klangs, denn wie wir ja alle wissen, unterscheidet sich die Elektrogitarre von der, wie heißt die andere, Naturgitarre? Akustische Gitarre, dass sie nicht in erster Linie dazu dient, direkt durch Luft ihre Schwingungen fortzutragen, sondern verstärkt zu werden. Und nun zeigt sich das elektromagnetische Prinzip, das prägend ist ja für alle elektronischen Medien immer noch, dass nämlich ohne dass etwas im mechanischen Sinne berührt ist, trotzdem ein Ereignis passiert. Die Schwingungen einer Gitarrenseite, weil sie aus Stahl sind, erzeugen an den kleinen Magneten, die hier drunter sind, nach dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion einen kleinen Strom. Und dieser Strom kann wiederum weitergegeben werden und von einem Verstärker verstärkt unendlich laute Töne erzeugen. Also dieses Wunder einer nicht mechanischen Ereignishaftigkeit, das schon um 1830 zur Entdeckung oder auch des elektromagnetischen Felds geführt hat durch Faraday, das steckt sozusagen ganz im Kern und fast anschaulich nochmal in der Elektrogitarre, in der elektrischen Gitarre, in der E-Gitarre und ist dann prägend geworden für etwas, was wir heute auch Popmusik nennen. Und da schießt also zusammen etwas, was einerseits für Medienwissenschaft eines der historischen Urmomente ist. Woher kommen diese elektrischen Medien, so wie wir sie kennen, worauf beruhen die? Und gleichzeitig zeigen, wie einer dieser Urprinzipien dann im Alltag von Medien wiederkehrt oder immer noch weiterlebt, als wenn es im Jahr 1830 selbst noch wäre. Das ist der Grund, weshalb wir hier eine Elektrogitarre haben. Nicht etwa, weil wir sagen, wir sammeln jetzt von jedem wichtigen Medium ein Exemplar und möglichst in der Historie
aus jedem Jahrzehnt eins. Das ist nicht der Zweck. Es hat nur Zweck im Hinblick auf etwas, was wir über Medienerkenntnis daran erklären können. Und deswegen ist eben diese Ansammlung von Objekten in diesem Fundus nach einem ganz anderen Kompositionsprinzip gestaltet. Deswegen finden sich hier seltsame und kuriose Objekte und überhaupt nur im seltensten Fall das, was die meisten vielleicht bei medienarchäologischem Fundus als erstes assoziieren würden, nämlich ein altes Röhrenradio in seiner klassischen Form. Wie Sie sehen, sind fast alle Objekte, die wir hier haben, entkleidet. Die sind von ihren Umhüllungen befreit, weil wir, wie eben schon im Messplatz erklärt, sagen, man kann die Medien nur kennenlernen, wenn man sie in ihren Schaltungen, in ihren Funktionen fassbar macht. Und dazu muss man sie entkleiden. Das heißt, anders als Technikmuseen, wo die meisten Menschen, die hindurchgehen, an der Form eines alten Radios ungefähr erkennen würden, ah ja, das ist sozusagen aus Großopas Zeit oder das ist Nierentischästhetik, aber nichts über das Medium gelernt haben und auch nicht wissen, wie klingt denn das überhaupt? Was heißt eigentlich der Klang aus so einem alten Radio oder was ist der Bild aus einem alten Fernseher? Was ist das Bild? Stichwort Fernseher, wenn wir uns hier umdrehen, wir sehen sozusagen die Fernseher der allerersten, elektronische Fernseher der allerersten Generation, die von ihrer Form her noch eher an alte Radiokästen erinnern. Die haben einen sehr kleinen Bildschirm, der natürlich selbstredend noch schwarz-weiß war. Nun würden Sie so ein Objekt genauso in einem technikhistorischen Museum auch sehen. Aber Sie haben nicht die leiseste Ahnung davon, wie sieht denn so ein Bild überhaupt aus? Was heißt denn damals 1950 Fernsehen? Deswegen ist es unser Prinzip, solche historischen Medien prinzipiell funktionstüchtig zu haben. Das müsste ich jetzt, rede ich nun einfach nur so darüber, eigentlich müsste ich ja jetzt auch wirklich mal anschließen. Ich kann es ja mal mit einem Verlängerungskabel ganz schnell tun, denn dann filmen Sie auch mal, das ist unser wichtigstes Prinzip, aufgrund der medientheoretischen Vorhersage, oder können Sie mal eine lange Verlängerungsschnur da aus dem Kabel Mast holen? Weil wir nämlich sagen, Medien sind immer nur Medien im Medienzustand, wenn sie im Vollzug sind. Wenn sie etwas tun, sind sie gerade hier nicht im Medienzustand. Und von daher versuchen wir doch vielleicht einmal eines dieser historischen Medien in Betrieb zu setzen. Vielleicht geht es sogar. Ja. Genau, danke schön. Ah, jetzt, Sie sehen ein typisches technisches Problem, wie in einem kleinen, winzigen Teil, die wir auch sammeln, ein Problem hängen kann. Die alten Stecker hatten noch nicht die Schutzmaßnahme der Erdung. Wir hatten eben am Messplatz darauf hingewiesen, der passt jetzt in eine normale Verlängerungsschnur nicht. Wir brauchen also eine alte Buchse, die noch nicht die moderne Sicherheitserdableitung hat. Jetzt können wir den Test mal machen. Schauen Sie mal, ob wir eine finden, die einfach nur die zwei Buchsenlöcher hat, aber eben nicht an der Seite. Ja. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo der technische Überwachungsverein sagen würde, jetzt dürfen aber Studenten da nicht ohne Vorbildung heran. Das ist auch ein Grund, weshalb der medienarchäologische Fundus prinzipiell nicht für Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern immer nur unter Anleitung. Es gibt so ein paar minimale Dinge, die man wissen muss, bevor man ein solches Medium unter Strom setzt. Wobei wir auch viele stromlose Medien hier haben, zum Beispiel klassische Kinematographen, Projektionsapparate für Kino. Warum ist der auch wieder möglichst entkleidet, damit man sieht, was passiert eigentlich genau, wenn ein Filmbild projiziert wird? Wir haben zwar eine Rolle und eine Spule, sehen aber beim Drehen, dass das Filmbild immer für einen Moment stillsteht. Das Rad dreht sich nicht einfach wie unsere Hand kurbelt, sondern für einen Moment steht es still, weil die Drehbewegung in eine Unterbrechung verwandelt wird durch ein spezielles Teil. Und das ist der Grund, das ist sozusagen der Kern, worauf unser Kinoeffekt oder der Betrug unseres Auges beruht. Das Bild steht für einen Moment still, im Auge bleibt aber ein Nachbild stehen, überblendet sich dann mit dem nächsten. Und so glauben wir, eine Bewegung zu sehen. Ich weiß nicht, ob jetzt eins davon passt. Ja, eins davon. Doch, zum Beispiel hier so ein schöner. Genau. Es gibt, die Sammler würden das einfach nur als Sammlungsstück nehmen, aber das zeigt, hier können wir nun tatsächlich einerseits an unsere Strombuchse anschließen. Auf der anderen Seite haben wir aber das Interface zum historischen Fernseher. Und wir sind froh und achten auch drauf. Diese kleinen Teile sind manchmal Voraussetzungen, sonst nutzt einem das schönste historische Fernsehapparat nichts.
Jetzt warten wir auf den Moment, ob sich etwas tut.